Hallo, Freunde der Kanaren. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Günni und wünsche euch nun gute Unterhaltung. Puerto Naos und La Bombilla. Der Inselpräsident von La Palma, Mariano Hernández, teilte mit, dass die Tendenz der Gasemissionen an der Küste des Aridane-Tals rückläufig sei. In Verbindung mit diesen veränderten Gasemissionen in Puerto Naos und La Bombilla, verbunden mit der heterogenen Jahreszeit, ist es eventuell möglich, dass die Bewohner in ihre Häuser zurück können. In diesem Sinne versicherte Rechtsanwalt José Luis Glanga, dass gegen den Erlass des Cabildo de La Palma Berufung eingelegt wird. Dieser untersagt die Rückkehr in Häuser, Geschäfte und Grundstücke und betrifft mehr als 1.100 Familien aus Puerto Naos. Falls der Berufung stattgegeben wird, können diese Familien in ihre Anwesen zurück. Auch würde dadurch die Öffnung des Hotels Sol La Palma, die laut Auskunft von Media im Juni 2023 geplant ist, wahrscheinlicher. Wir nehmen mal Inseln. Wir haben Lust, jetzt mal auf eine Insel zu fahren. Auf La Palma dürfen öffentliche Straßen und Plätze nachts nur in einer festgelegten Lichtfrequenz beleuchtet werden, damit a. die Aufnahmen von Sicherheitskameras nicht zu dunkel geraten, b. Forscher mit Teleskopen besser in den Himmel sehen können oder c. die asiatische Tigermücke von Menschen fernbleibt. So, also A, die Aufnahme von Sicherheitskameras nicht zu dunkel geraten. Das, also glaube ich nicht. Ich würde A ausschließen. Ja. So, B, Forscher mit Teleskopen besser in den Himmel sehen können. Also, es kann natürlich sein, dass es da, dann müsste das Teleskop ja quasi in derselben Frequenz den Nachthimmel abtasten. Ja, aber sind sie unbedingt da, wo die Straßen sind? Also sind die nicht irgendwo anders, ja, das ist, wo die Autos sind? Wo es eh dunkel ist, die sind oben auf dem Berg. Zum Beispiel, ja. Die asiatische Tigermücke, das könnte... Naja, ich meine, normalerweise zieht das Licht die Mücke an. Ja. Und vielleicht ist das eine Frequenz, die irgendwie genau wie die Frequenz der Tigermückenaugen ist, sodass die das Flackern viel intensiver wahrnimmt, was sie stört, oder sie sieht es immer nur dunkel, sie sieht keine Helligkeit, sowas in der Art. Ja, könnte sein. Ja. Könnte sein. Und es könnte sein, dass es dort eben ein großes Problem ist, diese Tigermücken. Genau. C? Ja. Ja? Ja, ich gehe mit dir. C. Gut. La Palma, die nordwestlichste der Kanareninseln, ist bekannt für ihre grünen Wälder, schroffen Küsten und für einen der klarsten Nachthimmel der Welt. Damit Astronomen mit ihren Teleskopen ungestört in den Sternenhimmel La Palmas schauen können, erließ die spanische Regierung 1988 ein Gesetz mit Maßnahmen, um die sogenannte Lichtverschmutzung zu reduzieren, also das Aufhellen des Nachthimmels durch künstliche Lichtquellen wie etwa Leuchtreklamen und Straßenlaternen. So gibt es seit 1988 auf La Palma fast nur orange leuchtende Laternen mit niedrigerer Lichtfrequenz. Und Leuchtreklamen finden sich nur an wenigen ausgewählten Orten. Wir waren nah dran. Bleibt bei 1.500 Euro, ihr könnt ausgleichen. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.